Jahre Förderverein Kaffeehahn. Was bedeutet das für Sie? 30 Jahre wunderbare Veranstaltungen mit wunderbaren Künstlern und Menschen. Was waren für Sie bisher die Highlights hier oben auf der Festung Ehrenbreitstein mit Kaffeehahn? Donnerstagsabends die Veranstaltungen, die liebe ich, die feiere ich, die sind traumhaft. Ja, dass man hier sehr tolle Events immer hat, gerade die Donnerstagabend-Events, und es ist einfach fantastisch. Kaffeehahn hat es geschafft, die Festung hier wieder anzubinden. Das ist einfach fantastisch. Berti Hahn und Förderverein kann man nicht trennen. Nein, auf keinen Fall. Ich bin ja auch Fördervereinsmitglied. Hallo? Das sollte man schon sein, wenn man hier Kultur unterstützen möchte. Ja, 30 Jahre Kaffeehahn ist natürlich ein ultimatives Fest hier oben auf der Festung. Ich fahre schon ganz, ganz lange zu Kaffeehahn. Ich war früher noch in der Blauen Bibel gewesen, zu Bertis Zeiten. Und das war eigentlich schon immer ein absolutes Highlight, dorthin zu schauen, weil viele geile Bands dort sind etc. Und ein wirklich immer ein tolles Erlebnis. Man muss auch sagen, was der Förderverein hier leistet, ist unglaublich. Ja, das ist eigentlich mehr als unglaublich, weil wenn man bedenkt, dass hier ein Top-Künstler hier in der Region, Roberto Capitoni und Xtremes und alle, wie sie hier heißen, die kostenlos einfach zuzuschauen, das muss man erstmal finanzieren, und da muss man ein großes Lob dem Förderverein geben, letzten Endes, da auch ja, viele Mitglieder gesucht werden. Und ja, man sollte dort Mitglied werden, auf jeden Fall, weil das ist in der Region Koblenz echt toll. Und ich vermute, Sie sind Mitglied. Ja, ich bin Mitglied, ja. Und was verbinden Sie mit dem Kaffeehahn? In erster Linie den Berti-Hahn. Alter Freund, und ja, ich finde es noch total toll, was er für Koblenz gemacht hat. Also ohne Berti würde es ja anders aussehen. Was waren die Highlights für Sie hier oben? Da gibt es ganz viele. Ja, gut, also ich sage mal, die bekanntesten sind wahrscheinlich Gauklerfestung, logischerweise, die mittlerweile hier oben stattfindet. Horizonte gehen wir auch gerne hin. Aber nochmal, es gibt zu viele Veranstaltungen, und die Liste ist lang. Dankeschön.